Hallo meine Lieben, eine Geschichte von einer Freundin von mir, die Nina genannt werden möchte, um erkannt zu bleiben. Nina wollte einen Job haben, einen Nebenjob, weil sie ja Studentin ist. Und sie wurde dann fündig in einem Zeitungsgeschäft und dort arbeitet sie an der Kasse und es macht ihr riesigen Spaß, die Papierwaren zu verkaufen und abzukassieren. Ein halbes Jahr verging schnell, bis sich alles ändern sollte. Denn die Buchhalterin des Geschäfts bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Bei den Ein- und Ausgaben gab es einen riesigen Fehler und ein Defizit von insgesamt 40.000 Euro. Also das war nicht ganz koscher. Ja, das war eine Menge Geld und so musste es jemand aus dem Team gewesen sein. Sofort wurde Nina verdächtigt, denn sie war eine modebewusste Frau, trug immer Sachen, kaufte die neueste Kleidung und das Schminkzeug und Kosmetik und war auch die letzte im Bunde. Die anderen Mitarbeiterinnen arbeiten schon recht lange dort. Nina ist eine ehrliche Person und würde nie etwas mitgehen lassen, geschweige denn dann überhaupt zu denken, etwas mitzunehmen. Und fand das natürlich sehr, sehr gemein, dass sie gleich verdächtigt wurde. Und sie bangte um ihre Arbeit. Schließlich benötigte sie das Geld ja für das Studium, ja, für die Lebenserhaltungskosten. Die Vorwürfe waren wirklich total fadenscheinig. Die folgenden Wochen waren eine Prüfung für sie. Jeder Handgriff, jede Bewegung wurde von der Chefin genauestens beobachtet. Ab jetzt bekam jeder eine eigene Registrierkassennummer und musste sich anmelden. Vorher kassierten sie einfach so und da konnte man natürlich nicht wissen, wer was kassierte und was passiert ist. Nach einer Weile bemerkten sie dann, dass die älteste Mitarbeiterin, die kurz vor der Pension stand, auffällig war. Denn sie stornierte ständig und das, was sie stornierte, die Bücher, das Geld, da steckte sie sich ein. Und so hatte sie sich im Laufe der Jahre so viel Geld eben ergattert, eingnat, ja, gestohlen einfach. Und das ist echt schlimm. Und normalerweise kommt eigentlich fast keiner ein Buch zu stornieren, ganz selten. Ja. Ja, und sie wollte sich einen Polster für die Pension ansparen. Den Polster kann sie jetzt im Knast haben, einen echten Polster, und das gehört nicht, denn es kam wirklich zu Gericht und sie ist dann wirklich in den Knast gekommen. Und die Chefin war total betroffen, denn nie wäre im Sinn gekommen, dass die älteste Mitarbeiterin sowas gemacht hat. Es war eine Riesenenttäuschung. Ja, also hat sie wahrscheinlich ihre Pension dann anders verbracht, statt irgendwo am Strand, wo sie das Geld ausgeben wollte von den stornierten Büchern, hat sie dann das hinter eisernen Vorhang, hinter Gitterstäben verbracht. Ja, Gott sei Dank ist es rausgekommen, wer es ist. Die Wahrheit ist am Ladentisch gekommen, das ist schön, aber ja, ich sage nur ernst, das bringt gar nichts. Also Karma, das gibt's alles, gell? Also seid einfach gute Leute und tut's nur Gutes und das andere braucht man nicht. Also in dem Sinne, schön, dass bei der Nina das gut ausgegangen ist, dass sie dann doch gesehen haben, dass sie eine gute Mitarbeiterin ist. Und das freut mich, weil das wäre fast nicht ans Licht gekommen, weil sie hätte nur mehr 2 Monate gehabt zur Pension. Also, einen schönen Tag noch und vergesst nicht, ihr seid aus Sternenstaub gemacht und der hat kosmische Kräfte, euer Sternenkind. Tschüss!